Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück. Es tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. In der letzten Folge ist wohl viel von dem, was ich gesagt, was ich erklärt habe, nicht so richtig angekommen. Ich habe viel über Gummi geredet und auch sonst viel erklärt. Schade, da ist wohl mein Mikrofon abgekackt. Ich hoffe, demnächst ein neues Mikrofon haben zu werden. Ich gehe auch davon aus, es tut mir jetzt nur an der Stelle sehr, sehr leid. Ich kann die Folge natürlich nicht wiederholen. Die Zeit ist ja weitergelaufen. Wie soll das funktionieren, dass ihr da jetzt eine halbstumme Folge hattet? Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen entspannt war für euch. Habt halt ein bisschen Geklicke jetzt gesehen. Und wir machen jetzt gut und frisch weiter hier in Baden und müssen unsere Armeen erstmal mobilisieren. Zumindest eine von den Armeen müssen wir auf jeden Fall mal nach da oben mobilisieren. Und das werden wir auch tun. Und geben da dann Gas, liebe Leute. Genau. Holstein der Revolutionäre. Okay. So, das sollten wir relativ fix hinkriegen. Und hier tickt es hoch. Wir sind jetzt bei 129 Einflusshebelvorteil. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal eine Übersicht sehen, wo, wie viel wir haben. Vereinte Deutschland ist derzeit in Führung. Ja, das ist schön, dass wir in Führung sind und auch irgendwie anscheinend immer mehr kriegen. Naja, sollen sie streiken? Ja, zumindest ein bisschen streiken können sie. Nicht mega viel, aber zumindest ein bisschen streiken können sie. Das wäre natürlich gut. Ich verstehe auch gar nicht genau, warum das Mikrofon da abgekackt ist. Ich habe mir das ja so ein bisschen auch angehorcht. Es war plötzlich, hat sich's angehört wie Roboter und dann war's weg. Hat sich so ein bisschen so fast schon nach einem Treiber-Thema angehört, aber naja. Man weiß es nicht. Steuerhinterziehung aktiviert. Wird ja immer besser. Steuerhinterziehung aktiviert. Toll, liebe Leute. Ach so, das haben wir schon durchgesetzt. Das ging ja fix. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, die Bayern will ich mit drin haben in unserem Machtblock. Das ist langfristig auf jeden Fall gut. Wir sind jetzt bei 128. Ich kann hier nicht mehr machen, liebe Leute. Also entweder... Entweder das klappt jetzt oder das klappt nicht. Okay, niederländisch. Die Britisch-Ostindien-Kompanie. Gegen die Niederlande, das ist ja Wahnsinn. Tatsächlich ein riesiger Krieg, Verpflichtung verlangen. Niederländisch. Die niederländischen Inseln würden annehmen, liebe Leute. Da würde niemand annehmen. Das ist ja echt faszinierend. Protektorat von den Niederlanden. Wenn wir uns hier auf die Gegnerseite stellen könnten, also ich meine, können wir natürlich, aber ohne dass sie uns haben wollen, wäre das ein riesiger Krieg und wir würden wahrscheinlich die Inseln dort loseisen können. Oder wir stellen es natürlich für eine Verpflichtung auf die Seite. Das würde auch gehen. Beides finde ich irgendwie ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja gar nicht, warum wir das machen sollten eigentlich. Sollen wir uns da wirklich einmischen oder sollen wir uns da nicht einmischen? Also eigentlich, das ist sehr verlockend, sich da einzumischen, liebe Leute. Es ist sehr, sehr verlockend, sich da einzumischen. Das habe ich leider nicht gesehen hier bei Tidore.
Ja, wir könnten für einen Handelsvertrag den großen Griechenlandkrieg vom Zaum brechen. Das wollen wir natürlich, glaube ich, nun auch nicht unbedingt. Und schauen uns mal unseren Machtblock-Zusammenhalt hier nochmal an. Der sieht mittlerweile gar nicht mehr so gut aus. Wir sind nur noch bei 75. Und zwar weil Lippe minus 14,5 uns gegenüber feindselig ist. Ach ey. Sehe ich das richtig? Ach ey, nee. Sind uns ja tatsächlich gegenüber feindselig? Okay. Ja, da sollten wir natürlich die Beziehung verbessern. Das ist, glaube ich, klar. Also ich würde euch jetzt hier sehr gerne in den Machtblock einladen, aber wir sind wieder bei 125. Leute, es kann nicht sein, dass es... Kann nicht sein, dass das hier immer... Dass das hier immer... weniger wird. Also, was habe ich... Was kann ich denn hier noch tun? Liebe Leute, was kann ich denn hier noch tun? So, gegnerische, die Investitionsrechte. Wir haben eine Finanzierung. Ja, schon unglaublich viel. Ach, in die Abstimmungsphase sind wir schon vorangekommen. Auch nicht schlecht. Auch gut, auch gut. Ja, und ansonsten, ich würde sagen, wir greifen dann jetzt hier unten auch mal an, liebe Leute, bevor das ganze Thema sich hier immer weiter, nun ja, ihr wisst Bescheid. Start erobern bringt uns 6,5, Perak wäre auf der Gegenseite, Bayern würde uns unterstützen, Johor wäre auf der Gegenseite, das ist eigentlich alles ganz gut. Und zum Protektorat machen wäre 2,6 Verrufenheit. Und das wäre... 6,5 Verrufenheit. Ja, das ist in Ordnung. Dann nehmen wir die 6,5 Verrufenheit, würde ich sagen. Genau. So. Machtblock einladen. 122. Ja, Beziehungen haben sich minimalst verschlechtert. Das fällt keinem auf, hoffentlich. Können hier vielleicht noch ein paar Panzerschiffe bauen. Naja gut, brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir sind bei 12 und die sind 11. Gut. Solange die Truppe, die da gegen uns kämpft, nicht allzu viel größer wird, sollte das alles klappen. Wenn wir da jetzt natürlich große Armeen erwarten, dafür reicht unsere Marine noch nicht aus. Und dafür können wir dann natürlich an der Stelle noch keine Landung machen. Das sollte klar sein, liebe Leute. Das sollte klar sein an der Stelle. So, Motoren... Knapp, Gummi auch knapp, Öl knapp, Papier, naja. Aber dass wir die nicht in den Machtblock kriegen, liebe Leute, das finde ich alles irgendwie ein bisschen... Finde ich alles irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, Verpflichtung beeinflussen, Staaten übertragen, mit Klientelländer übertragen beeinflussen. Parma-Holstein. Achso. Ja, dann holen wir sie mal als unseren Verbündeten hinzu. Bayern stellt sich auf die Seite Badens, sehr gut. Ja, liebe Leute. Ansonsten in einem HQ stationieren. Wir kommen jetzt erstmal nicht da unten weiter hin. Es wird eine Weile dauern, bis wir da durchgeschippert sind, weil Suezkanal gibt es auch hier noch nicht. Aber unsere Flotte ist ein bisschen größer geworden. Immerhin 13 mittlerweile. Auch nicht schlecht. Und sonst macht niemand mit auf deren Seite. Ja, schade eigentlich. Schön wäre es gewesen. Kostet 17.000. Wahnsinn. Unserem
Machtblock beitreten. Muss ich da irgendwie noch, weiß ich nicht, was bauen oder so? Oder? Keine Ahnung, liebe Leute. Keine Ahnung. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber immerhin haben wir hier schon gute Belagerungsartillerie. Die hilft uns, liebe Leute. Die wird uns helfen. Ja? Da bin ich mir recht sicher. So, und den Oman, den würde ich eigentlich auch dann danach auch gerne einnehmen, weil hier müsste es Öl geben. Ja, 19 Öl zumindest. Das ist noch nicht allzu super viel. Aber immerhin, liebe Leute. Immerhin 19 Öl. Autonomie verringern auf Parma anwenden. Oh, cool. Machen wir das so? Haben wir hier die Autonomie verringert, liebe Leute. Sehr gut. Ja, dann kriegen sie außerdem noch eine Dienstbefreiung. Ja, und den Rest, ja, Regimeunterstützung und so weiter. Ich weiß nicht genau, das sollten wir vielleicht langsam auch mal dann uns anschauen, dass wir das vielleicht nicht mehr machen. Okay, aber da haben wir tatsächlich gar keine Verrufenheit dafür gekriegt, ja, wenn ich das richtig sehe. Null. Okay. Das ist ja wiederum auch echt spannend für uns, muss man ja mal so sagen. Gedacht, dass wir da zumindest ein bisschen was haben. Naja, 11, 12. Da wird es nicht viel geben, liebe Leute. Ich dann da sogar noch ein bisschen die Armee ausbauen, die kleine Truppe vielleicht. Das werden wir jetzt nicht brauchen für den Krieg, aber wir können es ja tun. Machen wir dann hier noch 1, 2 und 1, 2 jeweils. Und dann passt es auch für mich. Kriegen die noch ein paar mehr Männer? Genau, hier werden wir angreifen. Und die werden wir haben, liebe Leute. Da wird nicht viel passieren. Das Problem ist, die sind halt komplett. Die sind halt. Das ist halt sehr, sehr schlecht für uns. Hier werden wir wahrscheinlich mit vielen Aufständen zu rechnen haben und so weiter, weil ja leider unser guter Multikulturalismus nicht durchgegangen ist, weil. Nun ja. Alle bis auf Erwin dafür waren und. Nun ja. Ihr wisst ja, was passiert ist. Wem erzähle ich das? Völlige Trennung wollen sie immer noch haben. Ja, können wir jetzt vielleicht dann noch langsam mal angehen, die völlige Trennung. Warum denn nicht? So, Nordborneo eingenommen. Sehr schön. Dann Produktionsmethoden zurücksetzen. Einmal bitte hier. So. Brauchen wir dafür, glaube ich, auf jeden Fall Erlasse. Straßenhalt nehmen wir hier weg. Ah, da brauchen wir auf jeden Fall Erlasse dafür. Irgendwie, ich weiß nicht genau, vielleicht eine nationale Wertekampagne. Würde das helfen? Oh, ich weiß nicht, wenn ich die inkorporiere, das dauert sicherlich 24 Jahre. 20 Jahre dauert's. Das ist natürlich super, super viel. Muss man einfach mal so sagen. Ja, aber ansonsten sehe ich, dass wir da auch einige neue Sachen hinzugekriegt haben. Südfrüchte, wenn man das mal so benennen darf. Und da sollten wir auf jeden Fall loslegen mit, dass wir diese vernünftig mit in den Markt integrieren. T.
Tabak genauso. Zucker auch. Zucker haben die da tatsächlich noch nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? Haben sie nicht. Färbemittel, glaube ich, produzieren wir doch selbst. Durch unsere komischen Plantagen dort. Genau, aber Kaffee, Tee. Vor allem aber Gummi sollten wir jetzt hier an der Stelle mal so früh wie möglich ausbauen, liebe Leute. Vor allem Gummi dann auch. Na, dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gummiplantagen gleich. Bringen die mit rein und fertig. Okay, immerhin, das ist aber auf jeden Fall mal ein Zwischenerfolg, dass das so einfach hier geklappt hat. Das hätte ich nicht erwartet. Aber ist ja auch nicht schlecht. Muss man ja auch mal so sagen. Es werden 36 von 33 Infrastruktur genutzt. Die haben keine Eisenbahn. Müssen wir hier auch eintakten. Ein Kraftwerk müssen wir ja auch eintakten, natürlich. Soll man da ohne Kraftwerk? Handelsroute ist nicht mehr aktiv. Sind tangisch. Ja. Auch, glaube ich, auch kein Mensch, aber okay. Holstein hat was? Die Beziehung verschlechtert? Ah, Mecklenburg-Strelitz und der Kapitalistenaufstand. Und da sind wir natürlich leider nicht mit dabei. Hm. Kriegen die doch wieder nicht mit dazu. Bürokratie ist auch nicht ganz so gut wie erwartet. Mhm. Essen fehlt was. Gehen wir mal 3 Stufen hoch. Ja, und das sollte. Das sollte reichen, glaube ich. Costa Rica möchte uns. Okay. Ja, nee, nicht hier. So buggig, ne? Dass das dann da so rumspringt und so. Mhm. So, das ist Costa Rica. Das ist. Ja, welches Costa Rica jetzt hier? Die haben auch Gummi. Die haben auch Gummi, okay. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch vielleicht. Irgendwie. Mit ausländischen Investitionsrechten. Verteidigungspakt. Ich habe das auch noch gar nicht so richtig verstanden, wie das ist überhaupt. Also wenn ich jetzt Gummiplantagen bauen möchte, dann baue ich die dort und dann fremder Markt. Dann ist das so, dass, ja, was heißt das überhaupt, ne? Investitionsrechte. Das heißt also, wir investieren in den Markt, aber die Waren, die bleiben doch da. Oder bin ich blöd? Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Wir bauen da einfach mal eine, ja. Und dann schauen wir mal weiter, liebe Leute. Wir können es ja mal blöd stellen und können mal schauen, was ist am Ende, ob es passiert, wie es passiert, ob gar nichts passiert oder was. Industrielle 10% Erfolgschance, 15 minus 5, ja, Wegetrennung, das ist in Ordnung so. Holstein ändert die eigene Strategie, ja, die Frage ist, wieso denn das eigentlich? Mögen sie uns nicht mehr? Hm.
Alles ist nicht ganz so klar. Fortschrittspartei kriegt Momentum, gerne. Schauen wir uns nochmal unseren Machtblock an. Wir sind mittlerweile bei 76. Ja, und wir kriegen in 11 Jahren ein neues Mandat. Na meine Güte. Okay, hier unten werden die Radikalen wahrscheinlich immer weiter zunehmen. Ja, das ist mir schon klar. So. So, die sind jetzt durch Kultur. Ja, das sind aber auch einige. Diakschisch, Metisch, das sind. Ja, da müssen wir nochmal ran, keine Ahnung. Müssen wir den Typen da irgendwie nochmal. Den Gottfried hier, der ist Sozialdemokrat. Müssen wir den irgendwie nochmal mit in die Regierung holen? Müssen wir das nochmal probieren mit dem Multikulturalismus? Erwin Bleidorn, der ist Anarchist. Okay, und Anarchisten unterstützen anscheinend das, oder was? Ja, billigen deutlich Multikulturalismus. Aha. Kleinbürger sind dagegen, katholische Kirche ist dagegen, Intellektuelle sind dagegen. Ich verstehe das aber auch nicht, warum natürlich genau wieder die Intellektuellen dagegen sein müssen, ja. Edmund Zink bekommt die Eigenschaft ehrgeizig. Okay. Goldfelder erschöpft. Was für ein Pech. So ist das. Bedeutet doch aber, wenn die Goldfelder erschöpft sind, dass man sogar Goldminen bauen kann, oder? Jawohl. Auch die werden wir natürlich errichten. Die werden unserem Landeshaushalt zugutekommen. Da bin ich mir sicher. Da freut sich der Landeshaushalt. Staatsdividenden, Effizienz, Besteuerungskapazität. Und wir haben jetzt Telefonzentralen, wenn ich das richtig sehe, ja? Konnten da nochmal auf automatische Bewässerung umschalten, aber wir müssten jetzt Telefonzentralen haben, jawohl. Das wird uns natürlich ordentlich Telefone geben, jawohl. Baue ich noch irgendwo Regierungsgebäude? Ja, in Hessen, alles klar. Die brauchen wir dann erstmal nicht mehr zu bauen, glaube ich. Dann wird Hessen der erste Staat bei uns mit Telefonen, liebe Leute. Mhm. Stellen wir um auf Telefonzentralen. Bin mal gespannt, wie viel wir hier unterkriegen in unserem einen Werk. Wie viel wir da. Ne, das sind nicht Telefone, das sind Telefone. Oh. Okay. Das war's schon. Dann sollten wir da auf jeden Fall nochmal zwei nachlegen. Und ein Kraftwerk, glaube ich, auch. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Cool. Dann vielleicht noch eine Runde Militär weitermachen. Bolzenrepetier. Hier haben wir Straffung der Ausbildungsmethoden. Ja, also ich meine, ihr seht, wir kommen jetzt hier langsam Richtung Ende. Es ist 1897. Naja. Also von Ende kann man eigentlich noch nicht so richtig reden, liebe Leute. Süddeutsche Bund, den Koloss, Panamaland enge vermessen. Ja, da komme ich eh nicht hin. Panama-Kanal, keine Chance. Da werden wir eh nicht hinkommen und das Ding ist von Ägypten hier gesichert. Vertrags-Oman annektieren. Ja. Super, super schade, dass wir hier. Ja, dass wir uns da natürlich
Brasilien zum Protektorat machen. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja echt wild. Es würde sogar nur 14,3 Verrufenheit kosten. Bayern ist anscheinend dabei dann. Ecuador wird dann unser Protektorat, liebe Leute. Ja, ich meine, wieso nicht, ne? Wenn es läuft, dann läuft's. Schade ist das natürlich mit dem Machtblock hier oben, dass hier die große Allianz, dass hier Westfalen mit dazugekommen ist. Das muss man einfach mal so sagen, das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und vor allem, dass auch Bayern... Also, Leute, ich mach, was geht in Bayern und trotzdem kommen wir nicht voran. Das kann mir doch langsam keiner mehr erzählen. Kann ich hier noch irgendwas bauen an irgendwelchen Sachen? Also, keine Ahnung, irgendwie... Mal zwei Bleiminen bauen. Bauen wir hier noch zwei Kohleminen. So, vielleicht hilft das ja. Und irgendwie noch zwei Motorenwerke. Schauen wir mal, ob das irgendwie die Abhängigkeiten verändert. Und dann, keine Ahnung, mögen sie uns mehr oder so. Ich weiß ja nicht genau. Mittelplantage haben wir tatsächlich auch eine. Die eine Färbemittelplantage, liebe Leute. Und hier kommen wir auf die Bolzenrepetierer. Genau, auch nicht schlecht, okay. Ja, wie gesagt, ich würde auch gerne Hannover in unseren Markt dann irgendwann locken. Was heißt locken? Also Westfalen, Anhalt, die machen dann dabei alle mit. Ja, dafür müssen wir auf jeden Fall unsere Rufenheit noch deutlich weiter runterkriegen. Können wir jetzt an der Stelle einfach noch nicht machen. Sozialdemokrat. 40 Beliebtheit. Machen wir das? Warum nicht? Verstehe halt nicht, warum die nicht für Multikulturalismus sind. Das wäre doch so hervorragend. Warum es so wenige gibt, die dafür sind. Ich meine, das ist ja für so Länder wie mich. Aber auch für die anderen. Ich meine, wenn man jetzt nicht Brite ist oder so, die von Anfang an mit extrem vielen Kolonien starten, ist ja unglaublich schwierig, da langfristig was aufzubauen. Weil, ja, weil die natürlich hier auch an der Stelle einfach, weiß ich nicht. Also wir können die Inkorporierung ja mal starten. Ich weiß halt nicht, was das bringen soll, liebe Leute, sage ich euch ganz ehrlich. Weil bei 61%, okay. Gegen Champasak, okay. Was ist das jetzt hier? Ägypten. Bei den Hatchers, mhm. Ja, da sind wir, glaube ich, zu beiden Sachen auf jeden Fall neutral. Wir haben jetzt hier eine Wahl. Ja. Tja. Und wir kriegen die Landbewohner nicht mal mehr in die Macht, liebe Leute. Weil die Landbewohner sind nicht mal mehr Teil von irgendeiner vernünftigen Regierung hier an der Stelle. Das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Es ist ja wirklich ein Trauerspiel, muss man einfach mal so sagen, ne? Sind zu Austausch gebrochen. Schweden und Sachsen. Mhm. Wilhelm Lotzbeck tritt zurück. Baden erhält 5 Legitimität oder 5% der IG Pops Industrielle.
206.000. Aber da gehen wir mal auf die Legitimität. Das ist aber ein schönes Event gewesen. Nehmen wir die Unterstützung. Leonard Schlösser. Gewerkschafter Sozialdemokrat. Auch ein Sozialdemokrat. Ja, wir bräuchten einen Anarchisten, liebe Leute. Mit Mecklenburg verschlechtern sich um 20. Das brauchen wir nicht. Dass die Beziehungen sich um so viel verschlechtern, das brauchen wir nun wirklich nicht. Also wir haben hier einen Defensivstrategen, den... Was sollen wir mit dem? Innovativ? Nehmen wir erstmal mit. Noch ein Defensivstrategen, ja, hervorragend. Auch ein Sozialdemokrat. Landreform orientiert. Positivist, ja. Aber beispielsweise auch diese Positivisten hören sich ja toll an, liebe Leute, aber die sind... Also, ne, ihr seht selber, kein... Also Machtverteilung, Staat und Kirche... Die reden gar nicht über Kulturalismus, die reden überhaupt gar nicht über Kulturen hier, liebe Leute. Landreform orientiert, die ja, auch nicht. Und der Sozialdemokrat auch nicht. Also wir brauchen halt irgendjemanden, starkes Mal, der da mal irgendwie, weiß ich auch nicht, mitmachen könnte. Der nächste Positivist. Wenn wir mal einen Demokraten, liebe Leute. Ah, Demokraten sind ja auch nicht schlecht, aber hilft uns nun alles wirklich wenig. Es hilft uns alles wirklich wenig. Muss man mal so sagen. Kann nämlich auch gar niemanden so einfach dann an die Macht putschen, ne? Also, das geht ja jetzt auch nicht mehr. Amtsrücktritt. Führung übertragen ist nicht Teil der Regierung, liebe Leute, ja. Weil die randständig geworden sind hier. Die Landbewohner. Ist ja auch richtig, die Landbewohner spielen jetzt auch keinen großen Teil mehr hier von irgendwas. Aber trotzdem, dann bräuchten wir mal irgendwas. Von denen, der ist Nihilist. Keine Chance. Republikaner. Keine Chance. Kriegstreiber. Landreform orientiert. Da hätten wir mal wieder einen Anarchisten tatsächlich. Und der ist für Multikulturalismus. Den Kerl, den holen wir uns. Putschen ihn an die Macht. Ist Teil der Regierung, genau. Ja, gehen über diesen Weg. Ja, noch nicht vielleicht. Wir warten noch ein bisschen. Bis wir das hier durch haben. Dann putschen wir ihn an die Macht. Und der andere, der Edmund Zink, der ist ja nur... Ja, der ist ja nur Radikaler. Radikale helfen uns ja nur gar nicht. Radikale helfen uns gar nicht. Altersrenten können wir danach auch gerne beschließen, Leute. Ich bin dafür, alles dafür. Aber bitte. Ne? So, dass man es auch hinkriegt. So, sind wir hier dabei, dass wir inkorporieren? Ja, tun wir. Der Rest sieht sonst ja auch ganz gut aus. Verfügbare Entscheidung, Marktzugriff. Wolkenkratzerstandort. Okay, arme geschundene Massen.
Kommen alle zu uns, alles klar. Das ist der Radikale, der kriegt Beliebtheit. Da brauchen wir nicht. Der Radikale, der braucht die Beliebtheit nun gerade nicht. Okay, und die bauen sich hier langsam wieder auf. Sehr gut. Naja, Stückchen für Stückchen, liebe Leute. Das Problem ist, wenn man jetzt das natürlich über so einen Machtblock regelt, dann merkt er selber, ich kann nicht mehr so viel über Krieg gehen, weil die Leute in meinem Machtblock, die mögen das dann natürlich auch nicht unbedingt. Ne? Logischerweise. Und das ist dann natürlich auch so ein Thema. Ich würde sagen, Parma werden wir annektieren, früher oder später. Und Holstein kriegt auch nochmal eine Autonomieveränderung. Da nicht mal irgendwie nochmal ein paar Gesetze auflegen. Schwarzburg hat ein Embargo gegen uns. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht, liebe Leute. Also warum dieser Einfluss immer noch nicht weiter zunimmt, das muss mir mal jemand verraten. Wir sind jetzt bei Einflusshebel von wie viel? 156. Okay, das ist schon relativ hoch. Bayern würden akzeptieren, wenn wir dafür eine Verpflichtung schulden. Mhm. Well. Ich meine, es gibt auch nicht mehr, was wir machen können. Wir haben Handelsvertrag, wir finanzieren, wir haben Investitionsrechte gegenseitig. Ein Bündnis, wir garantieren die Unabhängigkeit. Also finanzieren Lobbys für, ich weiß nicht, wie viele tausend Euro. Ja, es ist schon heftig. Nun ja. Wie sieht unser Investitionsfonds aus? Auch gut. Ich brauche aber eigentlich nicht mehr zu bauen, liebe Leute. Ne? Also, ich glaube, ich brauche nicht mehr zu bauen. Machtblockstatue. Die können wir überall bauen. Die können wir hier unten vielleicht, glaube ich, auch mal bauen. Zack. In der Schweiz nicht. In Württemberg bauen wir das auch nochmal. Zack. Und vielleicht in Hessen auch nochmal. Zack. Eine Machtblockstatue. Hier bei denen können wir die nicht bauen. Nee. Aber da nochmal ein bisschen was Schlaues zum Bauen, liebe Leute. Ich würde sagen, bevor ich es vergesse, gehen wir aber hier auf jeden Fall nochmal 5 Stufen hoch. Weil das sind alles Kosten, die können wir hier abschreiben, liebe Leute. Das ist ja jetzt nur jetzt. Das sollte ja eigentlich langfristig nicht so sein, ne? Dass wir das da alles mittragen, diese Kosten an der Stelle. Interessanterweise hat sich hier, ja, es ist gar nicht allzu schlecht. Also der Aufruhr, der geht gar nicht so krass nach oben, was ich interessant finde. Aber ja. Muss mal gucken, wie sich das in Zukunft dann weiterentwickelt. Das werden wir gemeinsam gucken. Aber hoffentlich mit einem guten Mikrofon. Ja, das sieht so aus. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Filzstifti.